Der war mal knapp. Der war mal knapp. Leute, 5. Sieg. 5 Stück. Fantastic. Wir haben jetzt zwar schon ein volles Steinlager, aber ich möchte natürlich trotzdem noch angreifen. Wen hatte ich mir denn jetzt noch ausgesucht? Barbaro, ne? Hatte ich mir Barbaro ausgesucht? Barbaro, ja, dich hatten wir ausgesucht. Du hast zwar jetzt nicht ganz so viele Ressourcen, wir nehmen dich natürlich trotzdem eben schnell mit. Einfach damit wir unseren Siegeszug hier auf unserer Landkarte fortführen. Wie der gute alte Napoleon. So, du auch noch. Gehst jetzt mal dahin. Das ist gut. Das ist alles relativ, ja, er hat alles relativ kompakt gebaut. Das ist natürlich nicht gerade zu unserem Nachteil, will ich mal sagen. So, ihr geht jetzt dort hinüber und danach geht ihr dort hinüber. Na, das ist ein bisschen blöd, dass die immer so ein bisschen erst falsch laufen. Das könnten wir wieder genau ein Stückchen, ja, sollen wir da ein Stückchen in die Scheiße da rein. Ach, Leute. Man muss euch auch immer führen, sonst könnt ihr hier gar nichts, ihr verdammten Krieger, oder? So, nicht zu weit, reinzoomen. So. Und bevor jetzt hier... Ja, eine haben wir getroffen von den Bomben. Das ist schon mal nicht schlecht. Da nehmen wir noch eine mit. Das ist gut, dass der alles auf einem Haufen hat. Wirklich, das ist echt... Das ist nicht gerade zu unserem Nachteil, Leute. Das ist nicht zu unserem Nachteil. So, jetzt nehmt ihr euch schon mal das davor. Jetzt hauen wir schon mal ein paar Kanonen da drauf. Noch eine. Kriegen wir noch eine? Ja, das wird wieder ein Sieg. Nächster Sieg. Wunderbar. Läuft. Aber diesmal haben wir ein paar mehr Truppen verloren, glaube ich. Obwohl da oben stehen auch noch ein paar rum. Muss man auch noch beobachten. Wir schauen einfach mal nach. So, Sieg Nummer 4. Was haben wir denn jetzt hier? 25.000. 9 Verlust. Oh, das war ein bisschen teurer. Hätte ich am Anfang vielleicht eher anfangen sollen und die... Ja, das kostet jetzt natürlich ein bisschen mehr. Eisen können wir nochmal mitnehmen. 255.000. Ich will jetzt auf jeden Fall noch einen Angriff will ich auf jeden Fall noch machen. So, warte mal. Zoom mal eben raus. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Abtemp könnte ich noch angreifen. Was ist denn mit den 29ern? Die China-Leute, die 29er-China-Leute, können wir vielleicht noch... Ja, bin ich eher skeptisch. Auch wenn er wirklich so viele Ressourcen hat, bin ich ein bisschen skeptisch. Was haben wir denn hier noch? Hier hat man noch einen China-Mann, ne? Hier, ihn auch hier. Oder ein Japaner oder... Koreaner, hast du nicht gesehen? Weiß ich jetzt nicht genau. Auch schwer. Könnte ich vielleicht hier was wegmachen mit dem Schaden. Aber allerdings hat er hier 1, 2, 3, 4, 5 Sachen, die uns schon mal gar nichts können. Ich würde es gerne mal probieren. Auch wenn es vielleicht der Angriff ist, der uns dann ins Verderben bringt. Allerdings, ja, für 70.000 könnte man es ja mal probieren. Das ist das Einzige, die Sachen hier sind eigentlich das Einzige, was uns so ein bisschen Probleme bereiten. Hier könnten wir alles im Grunde schön in die Mitte machen. Oh, wir hätten Boomkanone. Boomkanone allerdings, ich habe das so im Gefühl, als könnte ich das schaffen vielleicht. Aber ich muss mal überlegen. Es ist halt so eine Sache immer. Man muss es immer abwägen, was für Truppen hat man, welche Leute kann man damit besiegen. Wir gucken jetzt erstmal den Jens an, was der Jensi-Boy für uns denn so hat. Jensi, was machst du denn mit uns? Der geht bis dahin, okay. Die Boomkanone macht mir auch ein bisschen Probleme. Was hat er denn beim Hauptquartier? Okay, er hat schon Hauptquartier Level 12. Was haben wir denn hier mit Boss Young? Und dann können wir noch gleich uns noch diesen Cheese angucken, was der noch so hat. Okay, das ist auch eine. Das ist eine sehr interessante Aufstellung, auf jeden Fall. Das ist mal wirklich eine interessante Aufstellung. Die könnte mir auch schmecken. Da hätte ich vielleicht auch noch eine Taktik parat, die ich mir vielleicht auch noch überlegen könnte. Wenn wir nämlich den Mörser und die Kanone kaputt kriegen würden, dann könnte man hier erstmal die ganzen Erfahrungspunkte mitnehmen, die ganze Energie, um die dann noch hinter zu verbraten. Ja, das könnte auch funktionieren. Ich glaube, den nehme ich auch mit für 92.000 Gold. Wir probieren es einfach mal. Ich meine, wenn wir es jetzt nicht schaffen, ist egal. Wir haben ja schon 4 Siege. Von daher, drauf geschissen. Wir nehmen das jetzt mal eben noch schnell mit hier. So. Ich bin aufgeregt. Schaffen wir es nicht? In 3 Stunden ist unser U-Boot fertig. Kann ich da jetzt eigentlich draufklicken? Nein, kann ich nicht. Nein, warum kann ich da nicht draufklicken? Okay, Boss Young. Wir eben ganz kurz noch erkunden. Ich will jetzt hier nichts überstürzen. Wir wollen ja natürlich nichts verlieren. Okay. Ich habe mir da was überlegt. Ich will hier zwischen die beiden hier will ich was knallen und zwischen die beiden hier am besten. Da wollen wir hoffen, dass es klappt. So, Angriff. So, auf geht's.
Ich will doch einfach nur rein. Ja, genau. Alter, kannst du nicht einmal bitte das mal. Dass der Zoom mal gescheit funktioniert, verdammt nochmal. Ich will doch einfach nur angreifen. Ich will einfach nur angreifen und nicht. Ich will einfach nur reinzoomen. Ja, ist natürlich immer wieder geil, wenn man gestört wird. Jetzt wollte ich gerade angreifen, dann wurde ich gestört. Jetzt müssen wir es nochmal machen. Tut mir leid, Leute, aber wir haben es ja nicht eilig, hoffentlich. Ich hoffe, ihr habt es nicht eilig heute. Okay. So, noch einmal kurz vorbereiten. Und jetzt wollen wir mal reinzoomen und gucken, was wir denn. Was wir machen können. Ich glaube, ich gehe erst lieber auf den. Auf ihn hier. Eins. Oh. Oh. Kriegen wir hier noch einen hin? Ja, den haben wir noch hingekriegt. Jetzt ist die Frage, was wir machen. Ich würde sagen, wir setzen jetzt unsere Krieger erstmal ab. So. Wir setzen unsere Krieger jetzt mal ab. Und warten da mal eben kurz. Ja, mach du nur, mach du nur, mach du nur da oben. Komm. So, jetzt haben die nämlich die Kanone da oben kaputt. Jetzt können die nämlich in Ruhe erstmal sich das andere hier snacken. So, da drauf noch. Jetzt bitte da oben hin. Es wird schon wieder knapp. Es wird schon wieder knapp. Bitte, 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 bitte. Ihr schafft das, ihr Krieger. Ich glaube an euch. Ich glaube an euch. Wird knapp, es 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 wird knapp. Aber wir schaffen es, oder? Oh, Alter. Der war mal knapp. Der war mal knapp. Leute, fünfter Sieg. Fünf Stück. Fünfter Sieg. Wunderbar. Läuft. Läuft doch. Läuft doch. So. Ja, 129.000. Das ist doch schon mal gut. Sechs, Alter, 19 Verluste. Uiuiui. Wie viel kostet mich das jetzt? Wenn ich die da neu aufmache hier. Aber wir müssen alle neu. Wir müssen alle, fast alle neu ersetzen hier. 26.000. Okay. Wir haben es doch. Wir haben es doch jetzt. Wir sind doch jetzt reich. Ich würde auch sagen. Ah, 24 dauert das. Scheiße. Ich würde gerne noch einen Angriff machen. Wir können ja mal eben ganz kurz noch gucken, ob wir das noch hinkriegen. Nerfias. Was ist denn mit Nerfias? Aber der hat zu wenig Gold, ne? Der hat zu wenig Gold, was wir jetzt hier erbeuten könnten. Gerade mal 13.000. Das ist mir natürlich ein bisschen zu wenig jetzt. Jetzt sind wir ein bisschen. Wir sind jetzt ein bisschen gieriger geworden. Wir wollen jetzt ein bisschen mehr Gold haben, damit wir unsere Krieger auch mal irgendwann upgraden können. Ihn würde ich vielleicht auch noch mal versuchen wollen. Ihn könnten wir noch eben machen. Gucken wir aber noch auf einem Gescheit. Ja, macht er noch? Ihn könnten wir noch schaffen. Na, mein hier. Hauptquartier Level 10. Ich habe mir da auch schon eine Taktik überlegt, wie das vielleicht funktionieren könnte. Müssen wir allerdings mal eben warten, bis wir die Truppen fertig kriegen. Ich kann jetzt auch leider momentan keine weiteren. Ich kann leider keine weiteren Diamanten hier finden. Können wir vielleicht noch irgendwen sonst angreifen? 29. Abtem. Freipaland hier noch. Gucken, 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 gucken. Level 28 ist er. Nee. Das kommt erstmal nicht in Frage. Was haben wir hier noch? Dan. Ein richtiger Pirat. Oh, der Kiran daneben sehe ich gerade auch noch. Level 28. Könnten wir vielleicht auch noch schaffen. Eieiei, das ist ja meine. Ja, die kriegen wir auch nicht gescheit hin. Da muss man auch, da muss man dann auch die Größe besitzen und, sagen, nein, den kriegen wir nicht hin, den schaffen wir nicht. Was ist das denn? Wo ist denn das Hauptquartier? Bin ich jetzt blind? Ach, da hinten, oh mein Gott. Der Typ ist ja ganz geschickt. Alter, das versteckte Hauptquartier, auch nicht schlecht. Ja, wenn es denn hilft, wen hatte ich mir denn noch ausgesucht überhaupt? Guck mal eben noch bei TH Nuff nach. Alter, es ist kompliziert. Nee, das ist auch eher problematico. Ich hatte mir doch wen ausgesucht, oder nicht? Wen hatte ich mir denn ausgesucht? Big Cheese? Ich hätte mir nicht Big Cheese ausgesucht, oder? Big Cheese war ja hier im. Okay, den kriegen wir auch hin. Den kriegen wir auch hin. Den nehmen wir uns, glaube ich, auch als erstes mal vor. Wenn die Truppen dann gleich mal fertig sind. Ach, Nerfias hatte ich mir auch noch ausgesucht. Aber Nerfias. Ach, hier ihn noch, hier, den China-Mann, ne? Den hatte ich mir noch ausgesucht.
Den Chinamann. Ah, genau, den wollte ich auch noch nehmen. 21.000 Eisen mittlerweile. Das läuft doch. Das läuft doch. Ja, ich würde sagen, wir nehmen auch erst den Chinamann dran. Weil ich mir hier eine ganz besondere... Dann können wir mal eine andere Taktik mal mit den Kriegern mal ausprobieren. Nämlich die... Ja, Frontaltaktik nenne ich sie jetzt einfach mal. Wir gehen da nämlich einfach mal frontal drauf. 19. Ah, es reicht doch nicht ganz. Es reicht doch nicht ganz. Wir müssen noch eben ganz kurz warten. Ich mache eben ganz kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Leute, so sind wir da zurück und ich habe mich gerade nochmal schlau gemacht in der Zwischenzeit, wo jetzt hier Pause war und wir werden jetzt hier mal den Level 31 probieren. Einfach aus dem Grund, weil ich denke, wir haben eine realistische Chance, es zu schaffen. Ich kann es nicht garantieren, aber guck mal, die Gebäude stehen hier alle so verkehrt. Also, es sind so viele Maschinen, die uns gar nichts können im Grunde. Das heißt, wir probieren es einfach mal aus. Wenn es klappt, dann klappt es, dann bin ich zufrieden. Und wir hauen jetzt auf jeden Fall mal eben ganz kurz eine von unseren, Raketenkanonen in die Mitte hier rein. Ich hoffe mal, dass es auch funktioniert. Okay, hat geklappt. Hat geklappt, ich bin zufrieden. So, jetzt geht's hier los. Oh, ich muss mich jetzt echt mal konzentrieren. Das wäre echt geil, wenn wir Level 31 mal besiegen würden. Das wäre doch mal was Feines. Jetzt müssen wir natürlich nur hoffen, dass uns der Flammenwerfer an der Seite nichts kann. Das wäre natürlich super tutti. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Nein, 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 nein. Ihr sollt nicht daher laufen, ihr sollt nicht daher laufen, ihr sollt nicht daher laufen. Ah, ihr Leute, oh, seid ihr blöd. Das ist natürlich jetzt das, was eigentlich nicht unbedingt passieren sollte. Ja, genau, die Hälfte meiner Leute ist jetzt schon kaputt. So, jetzt muss ich hier echt mal ein bisschen, jetzt muss ich wirklich mal ein bisschen auf meine Gesundheit achten, auf die Gesundheit meiner Leute. So, du auch noch. Eieieiei. Das war nicht so gut, das war gar nicht so gut. Noch eine Schockbombe. Komm. Jawohl. Ich brauche noch eine. Eieieiei. Das hatte ich mir echt leichter vorgestellt, muss ich gestehen. Nee. Ach, Alter. Was haben wir mit so einem Fail beendet? Wo ich eigentlich davon ausgegangen war, wir schaffen es noch. Fuck. Ach, na gut. Bei jedem guten General gehört auch natürlich dann noch die Nachbetrachtung des Kampfes dazu. Wo haben wir denn den Fehler gemacht? Okay, der Fehler war auf jeden Fall, dass wir hier an der linken Seite nicht ganz genau den Weg gegangen sind, den ich wollte. Diese verkackte... Ah, der Raketenwerfer, der hat uns echt... Wie viele Trefferpunkte hat der? 4000. Der hat uns echt ordentlich einen verbraten. Okay, naja, macht nichts, Leute. Das ist halt... Das ist das Spiel, man verliert auch mal irgendwie 5 oder 6 haben wir ja gewonnen, 1 haben wir jetzt verloren, macht nichts. Machen wir 28.000, hauen wir jetzt raus, haben wir noch 321.000 Rest. Und ich würde sagen, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder bei Boom Beach. Ich denke mal, ich werde morgen mal die Panzertaktik probieren, wir lassen morgen mal die Panzerladies los hier, wir sehen sie ja, wo ist sie, sind sie? Hier. Eile mit Weile, die Panzerladies, hui, sexy, sexy. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, abonniere nicht vergessen und bis morgen. Tschüssikowski, meine lieben Commanders.